wir kriegen hier nochmal ein... Nochmal das Café. Obwohl, es hat auch vorhin gewonnen, ne, oder? Ja. War, glaube ich, Runde 2 oder so, ne? Ja, drei, irgendwie. Ja, weil wir uns ja hier warm gespielt hatten. Ja, die ersten beiden haben wir gewonnen gehabt. Ah, dann spiele ich nochmal Mute. Ja, ich kann Vera. Ich muss immer noch 4 Runden mit denen gewinnen hier. Auch noch 3 mit SAS. Mit den Briten, ne? Ja. Das heißt, es heißt nicht Mute, sondern Mute. Vielleicht. Thatcher. Britische Aussprache hat man nicht so auf dem Schirm, weil man meistens mit amerikanischem Englisch konfrontiert wird, ne? Ja. Obwohl wir in der Schule damals britisches Englisch gelernt haben. Hm. Schönes Oxford-Englisch. Ja, sagte damals auch unser Englischlehrer, sein Sohn, der wohnt in London. Und für ihn ist ja amerikanisches Englisch kein Englisch. Okay. Für mich ist bayerisches Deutsch auch kein Bayerisch. Kein Deutsch. Verdammt! Ich wollte gerade sagen, was? Alter, zu viel Wein. Schlaganfall! Es geht schon zu Ende. Leider wird meine Mütze bis morgen nicht ankommen. Oh, tragisch. Aber wenn die da ist, würde mich mal interessieren, ob die immer noch diesen Walking Dead Aufdruck hinten haben, aber ich gehe mal davon aus. Weil die allererste, die ich bestellt habe, die hatte das nicht. Das finde ich nämlich viel cooler. Wenn wirklich nur die Mütze so ist. Und dann irgendwann haben sie hinten noch The Walking Dead draufgeschrieben. Ja, wenigstens da hinten drauf, nicht vorne oder eine Seite oder was. Ja, aber es ist. Also die allerersten hatten gar keine Aufschrift hinten. Das war richtig geil. Da habe ich eine von. Und dann hatte ich mir noch mal eine bestellt, aber die hatte dann diesen Aufdruck hinten. Und ich gehe mal davon aus, dass sie den jetzt immer noch haben. Aber die ohne Aufdruck ist irgendwie ist schon cooler, finde ich. Ich finde generell so Sachen mit Beschriftung irgendwie blöd, aber das habe ich schon gesagt, ne? Ja. Ich finde das irgendwie so geiler, wenn Symbolik einfach nur für die erkennbar ist, die sie verstehen, ne? Biohazard Container Location. Das ist halt ein ganz normales Cappy. Ja. Das ist jetzt ja auch vom Stil her jetzt nicht so besonders. Nicht so extravagant, ne? Ja, richtig. Würde man vielleicht sogar, wenn man es jetzt nicht kennt, wirklich also gar nicht erkennen. Ja. Das ist gerade das Coole, ne? Dass man es gar nicht erkennen würde, außer die, die es wissen. Aber wenn da hinten der Aufdruck drauf ist, ist es halt scheiße. Alles klar, Luke. Ein Treppenhaus, Luke. Hm. Boah, ist der blöd, ey. Jetzt habe ich hier leider Mute gestellt und die Drohne. Das ist hart. Op4 found the biohazard container. Scheiße! Sledge ist oben. Sehr gut. Einer seilt am Quartier. Fuck. Interrogation? Interrogation? Coming for you. Das ist vielleicht die Chance, mal schnell Fenster zuzumachen oder so. Ja. Da seilt auch schon jemand, muss vorsichtig sein. Nirgendwo rein, es müsste noch alles gemutet sein von mir. Alle Wände sind gesichert. Hier bei mir am Fenster ist einer auf dem Flur. Das seilt noch. Ich bin tot, ich kann dir nur. Vielleicht schwängel da rein, dann kann ich. Fuck. Ja, klar. Sicher. Hat aber nicht funktioniert. Ja. Weil ich brauche leider Schrotflintenkills, deswegen musste ich dich töten. Ich guck mal in die Kamera. Ich glaube hier in der Bar, oder? Ja, ich versuche das gerade rauszufinden. Kann ich mal der. Nee, ich sehe aber keinen an der Bar. Aber da fährt eine Drohne rum. Könnte es sein, dass jetzt gleich eine. Vielleicht die Drohne kommt zu dir, die müsste jetzt von hinten Richtung Bar gehen. Jetzt ist einer unten. Auf Ping. Immer noch auf Ping.
nicht der Leuchtende. Ah, fuck. Ach, schon in der Ecke, leider. Zwei Schrotflip-Kills und einen Interrogation. Ganz okay. Er muss jetzt den nur kriegen. 40 Sekunden, die Tür links ist zu, das ist schon mal gut. Bleib doch in Deckung! Down to 15 seconds. 10 seconds. Oh, all friendlies were eliminated. Wie kann man das so versauen, Alter? Einfach, wenn er einfach in Deckung geblieben wäre, ne? Sobald er das Schwingen hört, hätte er den locker wegkratzen können. Ja, weil er nämlich nicht wusste, wo der genau ist. Einfach im großen Winkel in den Raum rennen, das hätte er niemals irgendwie abspannen können, alles. Da mache ich 3 Kills und wir verlieren trotzdem, Alter. Sogar eine Interrogation, hätte ich den mal lieber weggeschrotet, dann hätte ich wenigstens Punkte gekriegt. Auf meiner Schrotkill-Quest. Also habe ich einen Schrotkill vergeudet. Habe ich eigentlich noch GTF offen? Ja. Ich mach Bug. Das hätten wir gewinnen müssen, Alter. Das hätten wir sowas von gewinnen müssen. Ja, der war killgeil bis zum Gehen. You need to locate the biohazard container. Nicely done. The biohazard container has been located. Green room. Ja, ich finde vom Esszimmer und dann irgendwie die Wände aufmachen oder vom großen Flur die Wände aufmachen. Das sind so die beiden Sachen, die ganz gut sind, aber ich bin jetzt diesmal leider nicht Thermite. Oben ist verstärkt. Ich kann also auf die Bahn ankommen. Also eine Wand haben sie ja noch nicht verstärkt zum Hauptflur hin. Ich lasse mal meine Drohne hier in Sicherheit. Ja, da kannst du gleich mal gucken. Weil die können wir entweder aufschroten oder. Ah, jetzt haben wir verstärkt. Aber da die links, da kann man zumindest, da kann ich aufschießen. Ja. Da hat man zumindest schon mal ein bisschen Blickwinkel. Proceed to biohazard container location. Oh. Ah, der ist am Gang draußen hinten wahrscheinlich, ja. Du kannst seilen, weil ich kann mit der Drohne gucken und dann schrot ich auf und du kannst direkt reinschwingen oder so. In der Ecke hockt keiner. Oh. So, ja. Und rein. Changing meds. Okay, ich kann die Tür. Achso, kannst du dich hier hinlegen und die Tür hinten bewachen? Das geht nämlich ganz gut, wenn du liegst und dann kann ich da vorgehen und die. Auf. Ich sehe nicht, wo der ist. Scheiße. Die Drohne hat mich gehabt. Die Echo-Drohne. Ah ja, aber auch eine ELA-Falle, die hat mich gehabt, aber ich habe Legion trotzdem gekriegt. Ich geh mal übers Esszimmer. Ja, da höre ich ja irgendwo was aus der Richtung. Also Trainroom ist soweit klar. Esszimmer ist auch ruhig. Soweit ich das. Ich bin aber noch nicht drin im Esszimmer, aber ich bin am Kamin. Schießt du? Ja, da hinten war eine Kamera nur. Post kommt hier hin. Was machen die anderen eigentlich? Ah, fuck. Shit, den hätte ich kriegen müssen.
gar nichts. Dödeln am Fenster rum und hoffen, dass einer kommt und sagt, er schießt mich. Alter, der liegt dahinter, ist in der Kamera und der schafft es. Pinkt der da in die Ecke? Was soll denn die Scheiße, ey? Das ist auch so behindert, wenn Leute irgendwo hinpingen, wo nix ist. Ja, das ist so irritierend dann. Na gut, nicht, dass man da unbedingt ein Loch braucht, aber... Schade doch nicht. Ah, mein schönes Schrotloch, ja. Oh mein Gott. Ja, der vergutet hinter dir. Kann man vielleicht mal irgendwie auch was tun oder so, weil... Reload! Ja, bleib einfach vorm Loch stehen. Geh halt rein. Hostile activity. Resume securing the container once the threat is neutralized. Da einfach mal ein bisschen liegen bleiben. Liegen? Oh, warum kriecht er jetzt davor? Das ist so dumm alles. Der war hinter ihm. Ist der blöd. Der kommt gar nichts. Die haben alle so ein Glück aber auch, hey, ohne Witz. Siehst du, wo der ist? Der liegt da hinter dem Tisch. Und Ash steht im Rücken zu dem. Ja, aber ich weiß auch nicht, warum Ash überhaupt weitergekommen ist. Er hätte einfach da liegen bleiben sollen und die anderen sollen ein bisschen Druck machen, weil da hat er schon mal rechts die Tür ein bisschen... Ja, der Zeitdruck und so. Ist schon mal weg. Das ist schon ganz gut. Der Zeitdruck ist komplett weg und du hast zwei Leute noch von gegenüberliegenden Seiten, die dann in Ruhe vorrücken können. Ne? Ich glaube, wir spielen hier die falschen Spiele. Ah, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich brauche noch SAS, ne? Ja. Naja, wenigstens haben sie es gewonnen, das ist das schon mal. Aber eigentlich haben sie es nicht verdient. Das Fünferteam, also ein Fünferteam zu haben wäre schon ganz geil, aber das Problem ist immer, ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn so viele Leute sind. Ich finde, das mit dem Dreierteam klappt eigentlich auch schon immer ganz gut. Viererteam wäre eigentlich schon super. Fünferteam ist Luxus. Fünferteam ist auch sehr unruhig. Ja. Also ich kann mich bisher, also... Ja gut, und ich sag mal, wenn wir beide zu zweit spielen... Ja, ich hatte auch mal zwei Leute bei mir vom Bogen schießen und so, aber die labern auch die ganze Zeit einen Scheiß, das geht halt auch einfach nicht. 10 seconds. Down to 5 seconds. Op 4 drone has located the biohazard container. Ist mal über die Drohne hingesprungen. Ich springe die ganze Zeit rum mit der Fette, ich bin hier schon seit 10 Minuten. Schon 90% meiner Munition verblasen. Halle, ist die Wand aufgemacht worden. Hab mal geantwortet. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das Objective war. Train. Okay. Bin ich hier so verwirrt durch das ganze Gebettel?
Ying ist tot. Interrogation habe ich nicht getraut, ehrlich gesagt. Ich habe die ganze Zeit einen gehört, aber ich wusste nicht, wo der ist, ey. Da draußen waren zwei. Okay. Jetzt mal pingen können. Ich war die ganze Zeit hier so Train-Flur draußen und hab immer... Das wusste ich nicht, dass sie da waren. Ich habe da 100 Leute, 100 Schritte gehört, aber keine Ahnung, wo genau die waren, ey. Ich gehe um die Säule und plötzlich steht der vor mir. Ja, hat ja gut funktioniert. Ja, aber leider habe ich den einen nicht töten können, aber es wäre eh dann ein Pistolenkill geworden, kein Shotgun-Kill. Ich wollte jetzt eigentlich nicht einen Schuss auf den verschwenden. Ich dachte, hinterher tötet mich eine andere, also lieber den anderen holen. Ja. Ah, einer im Downstate ist erstmal nicht das Problem, ne? Das kann man einfach mal liegen lassen. Ist halt immer blöd, wenn der andere dann überlebt. Ja, aber. Aber dann hätte ich es dir sagen können und dann hättest du vielleicht durch die Wand oder so schießen können. Ja. Das war auch in dem Flur, war die Luke nach oben offen, dann war die Treppe nach oben und ich habe Schritte gehört, aber ich konnte echt nicht mal annähernd sagen, von wo das kommt. Ja. Ob das Engine Room ist oder oben oder Treppe oder da hinten, wo du warst, keine Ahnung. Well done. Biohazard Container located. Ja, ja, meine ich natürlich. Bäckerei ist halt andere Dinge vor. Ja, Bäckerei wäre cool, aber das ist nur Bombe. Sind ja nur noch vier. Ja, die machen die Wände auf. Der findet da rum, so ein Blöden. Ist das jetzt im Gegnerteam ein falsch geschriebener Sandwich-Dealer oder ein Sandviech-Dealer? Ein Sandviech-Dealer. Wäre aber auch falsch geschrieben. Ja. Oder vielleicht jemand, der einfach ein anderer Verbot ist. Ein Analphabet. Ein Analphabet, genau. Ich überlege gerade, wo man auch noch reingehen kann. Hier ist eigentlich Trains und dann... Kühlschrank klappt eigentlich immer ganz gut. Ja, Kühlschrank ist schon echt tricky, ne? Ich bin nicht zu. Okay, ich sehe da keinen. Kannst du aufhören? Reload! Oh, das splittert gut weg hier, der Scheiß. Sehr schön. Ah, die rechte Wand ist nicht zu, aber da muss ich ein Stückchen hin. Ich weiß nicht, ob ich das von... Nicely done. Biocontainer secure. Ihr habt es ja nicht mal versucht. Easy, easy. Wir beide für die Liste. So muss es sein. Sogar mit ein bisschen Abstand. Ich fand's aber auch geil. Was geht in die Ecke? Legion, puff, geh da rein. Frost, puff. Den letzten, der war da irgendwo draußen, der hat keinen Bock mehr gehabt. Der war an dem Spawnpunkt unten am Wasser. Ah, okay. Ah, GTF ist fertig. Sehr schön. Wo jetzt nur noch Shotgun, SAS und SMG und die Terroristen natürlich noch. So doof für den Terroristen. Naja, das war so. Wir wollten mal richtig geil sein mit Pistole und dann war alles umsonst.
Das ist einfach nur so eine Ohrfeige. Ja.